Herzlich willkommen allen Online-Teilnehmenden. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben hier eine Panel-Diskussion. Wir haben hier ein iPad liegen. Da könnt ihr eure Fragen live zu uns ins Studio schicken. Und wir haben gerade schon über das Thema Responsible AI gesprochen. Und KI-Technologie ist das eine, KI-Kompetenzen sind das andere. Und auch hier können genau Hochschulen Brückenbauer sein, und zwar Brückenbauer, um Talente zu finden. Sie können diese ganze Schlüsselrolle auch hier wieder im KI-Ökosystem einnehmen, sodass KI in Germany rundum zu einem Erfolgsmodell wird. Doch wir stellen uns gleich Fragen, wie entdeckt man denn diese Talente, dass die nicht durchs Raster fallen und dass nicht nur die lautesten Stimmen mit auf der Reise sind, sondern auch unterrepräsentierte Gruppen gesehen, gehört und mit eingebunden werden. Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit diese Talente, wenn wir sie erstmal gefunden und definiert haben, auch sich ideal entfalten können und in die Potenzialentwicklung kommen können? Und wie sorgt man dafür, dass dann im dritten Schritt die passende Förderung für die Praxis auch stattfindet? Sei es in der Medizin oder in der Industrie, jetzt mal als exemplarische thematische Beispiele. Darüber diskutiere ich jetzt mit unseren Gästen. Was sie gemeinsam haben, sie kommen alle aus dem Heilbronner Ökosystem. Das freut uns sehr. Und jede davon hat einen Denkhut für ein bestimmtes Thema mitgebracht. Aber selbstverständlich kann natürlich jeder auch zu jedem Thema hier etwas beitragen. Nur, dass wir so ein bisschen so die Denkrichtung aufzeigen. Willkommen, sage ich erstmal mit dem Denkhut Hochschule. Sie ist Gründungsdirektorin der staatlichen Hochschule DHBW Heilbronn, eine der Pionierinnen KI für den Bildungscampus und den KI-Standort hier direkt in Heilbronn. Sie war unheimlich aktiv, sie hat viel erreicht. Herzlich willkommen, Frau Professor Nicole Graf. Hallo Nicole. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Wir freuen uns auch sehr, Nicole. Dann füllen wir mal den Tisch hier mit uns, mit dem Denkhut KI-Talente im Fachgebiet speziell der Medizin. Er leitet seit 2007 für die Klinik für Innere Medizin 3 am Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn, hat darüber hinaus das Tumorzentrum Heilbronn in Franken etabliert und ist Vorstandsvorsitzende des Krebsverbandes Baden-Württemberg, Professor Dr. Uwe Martens. Hier kommt er. Hallo Uwe. So, hallo. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ja, schön, dass du da bist. Wunderbar. Hallo. Und Nummer drei. Sie ist F&E-Managerin AI und City Lead Woman in AI and Robotics Chapter Heilbronn. Huh, langer, imposanter Titel. Hat auch einiges zu sagen, denn sie hat darüber hinaus an einer sehr interessanten Studie mitgearbeitet zu Frauen in KI-Innovationsökosystemen. Denkhut also hier, KI Diversity Studie. Kann eine ganze Menge dazu sagen. Beauftragt wurde die Studie übrigens auch vom IPAI und sie ist in Koordination, vielleicht um euch ein bisschen das Framing zu geben, mit der Hochschule Heilbronn auch direkt entstanden, die ja auch Projektpartner wieder sind hier beim KI Campus. Also alles wunderbar miteinander orchestriert. Good News, wen es interessiert, die Studie wird auch bald veröffentlicht. Herzlich willkommen, Anna-Maria Christetschu. So, liebe Nicole, ich möchte erstmal mit dir über die Förderung von KI-Talenten an der Hochschule sprechen. Wir haben eben so ein Drei-Schritte-Programm schon mal so ein bisschen angeteasert, sich anzuschauen, welche curricularen und extracurricularen Maßnahmen sind denn deiner Auffassung nach am effektivsten, um Studierende eben für diesen Bereich KI zu rekrutieren, anzusprechen, zu begeistern. Hast du da schon ein paar Learnings sammeln können? Ja, also zumindest habe ich ein paar Erfahrungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Denn zum einen gibt es, glaube ich, bei den Studieninteressenten und auch Studierenden welche, die man als klassische IT-Nerds mit einer hohen KI-Orientierung gar nicht arg abholen muss, sondern die wissen meistens relativ frühzeitig, dass es ihre Passion ist und die werden dann auch Studiengänge wählen, die eine hohe KI-Komponente haben. Ich finde es viel spannender, die Studierenden abzuholen, die in ganz vielen Studiengängen sind,
die sich zunächst mal überhaupt nicht nach KI anhören. Ja, das Beispiel? Kann im Sozialwesen sein, ja, oder aber auch in der Betriebswirtschaftslehre. Wir als DHBW Heilbronn haben einen starken Fokus zum Beispiel auf den Handel, mhm, oder auf das Dienstleistungsmanagement, aber auch Foodmanagement, Weintechnologiemanagement. Und da holt man junge Menschen ab mit spannenden Inhalten. Und spannende Inhalte im Bereich der KI bedeutet Anwendungsbeispiele, Use Cases, also was kann man tatsächlich mit KI real machen? Und für diejenigen hört sich KI immer erst sehr abstrakt an. Sobald man dann über Inhalte spricht, wie zum Beispiel, wir haben einen Studiengang für Recycling und Wertstoffmanagement, die momentan einen wesentlichen Beitrag leisten mit einem Studienprojekt, damit zukünftig weniger Müllsortieranlagen abfackeln. Denn, also wahrscheinlich hier nicht im Publikum, aber es gibt den ein oder anderen Verbraucher, der nach wie vor Batterien in seinen Restmüll schmeißt. Mhm. Und bei der Müllsortierung wird Druck auf die Batterien ausgeübt, die da zwischen Kartoffelschalen oder sonstigem sind. Mhm. Und damit entsteht Hitze, entsteht Verbrennung. Und man kann das mal durchaus googeln, was da für hunderte Millionen Schäden jedes Jahr in dieser Branche entstehen. Mit KI, mit Kamerasystemen, mit einer intelligenten Software und dann Sortiermöglichkeiten kann man das zum Beispiel verhindern. Oder ein anderes Beispiel im Bereich des Handels. Wenn man heute über KI im Handel spricht, dann kann man sich als Konsument vorstellen, man läuft durch die Regale und inzwischen gibt es natürlich schon viele Einkaufswägen, die intelligent sind. Ja? Das heißt, da ist vorne so ein Aufsatz drauf und der erkennt, was man in den Wagen reinlegt. Der zeigt automatisch an, wie viel ich da drin habe, was es mich am Ende kosten wird. Mhm. Aber man kann damit viel spannendere Dinge machen, die heute noch gar nicht in der Praxis angewendet werden, die wir aber simulieren. Zum Beispiel, dass dieser intelligente Einkaufswagen erkennt, der kauft da viel mehr als sonst. Möglicherweise hat er Gäste. Und oh, draußen scheint die Sonne zu scheinen. Eventuell will der grillen. Und dann kommt auch noch Grillfleisch dazu. Dann würde es sich natürlich anbieten, dass ihm eine Grillsoße oder vielleicht auch ein entsprechender Wein angeboten wird. Und wenn man das Ganze jetzt noch ad absurdum führen würde, dann könnte man natürlich auch mit einer dynamischen Preisfestsetzung im Handel dafür sorgen, dass dann vielleicht die Preise, Angebot und Nachfrage, es werden mehr Grillsoßen nachgefragt, da angepasst werden. Und so könnte ich jetzt Beispiele noch und nöcher erzählen. Ich glaube, das ist wichtig, erstens im Curriculum Elemente einbinden, aber tatsächlich auch die Anwendung in den Vordergrund stellen. Mhm. Super spannender Aufschlagball hier, den du reingibst. Bevor wir weiter plaudern, ganz kurz die Bitte, falls mich jemand hört, ich kriege das gerade nicht geupdatet, das iPad. Könnte sich dann mal das kurz schnappen und updaten, damit ich den aktuellen... Super, vielen herzlichen Dank. So, also ich resümiere, mein Takeout ist bei dir quasi Simon Sinek, Golden Circle, always start with why. Also was bringt es mir und meiner Welt? Wie macht es schöner, wunderbarer, effizienter? Und die personalisierte, nicht die generische Ansprache und auch nicht an höheres Ziel, wir müssten doch alle for the good, sondern ganz konkret du und deine Welt und vielleicht auch so ein bisschen dieses Niederschwellige, guck mal, das ist doch gar keine Rocket Science, sondern man kann auch mal mit leanem Approach daran gehen. Okay, wunderbar, vielen Dank für das Gespräch, das hat mir viel Freude gemacht. Nein, ich spiele den Ball weiter zu euch. Wie würdet ihr diese Gedanken weiter fortspinnen? Habt ihr vielleicht auch Beispiele aus eurem Bereich? Ja, Nicole, du hast ja jetzt eben schon einen wunderbaren Aufschlag gegeben aus deiner Welt, der vielen Anwendung im Business, Engineering und verwandte Themen. Ich komme ja aus einem anderen ganz exotischen Fach, ich komme aus der Medizin. Und wenn wir das Thema Hochschule und Medizin betrachten, dann ist es natürlich so, dass man die Studierenden extrem abholen muss. Denn ich habe jetzt mal, gerade zuletzt in Bezug auf diese Veranstaltung, habe ich mal Studierende, bin ja auch viel unterwegs, gefragt, hier, Thema KI, was habt ihr denn bisher gelernt? Dann gibt es erstmal eine Pause. Was will denn der jetzt? Und dann, ja, eigentlich nichts. Da gibt es so Wahlpflichtveranstaltungen, aber ja, das ist so ein Nebenschauplatz. Ja? Und da ist mir erstmal richtig deutlich geworden, dass da ein Handlungsfeld ist. Denn eins ist ja ganz klar, bei uns in der Medizin wird ein tiefgreifender Wandel stattfinden. Ja? Die Medizin wird sich dramatisch verändern. Und ich stelle mir immer vor, die Studierenden, die wir jetzt ausbilden, die 30 bis 40 Jahre noch in dem Beruf tätig sein werden,
die werden ganz anders sein, wie wir das von unserem Hausarzt, Hausärztin, Fachärztin, Facharzt ums Eck kennen. Das wird eine ganz andere Welt werden. Das heißt, es wird jetzt total entscheidend sein, wie wir die Studierenden aufnehmen und auch begeistern. Und im Grunde genommen, wenn man dieses verschulte Medizinstudium sich mal anschaut, ja, extrem viel Faktenwissen, Fakten, 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 und eigentlich wollen wir möglichst viel Handlungskompetenzen aufbauen, dann hat es immer schon einfach gegeben, was alle nicht so toll geliebt haben, nämlich, das hieß Statistik. Ja, Statistik in den ersten zwei Jahren, im Grunde genommen ging es da auch um Daten, da ging es auch um Methoden und ja, muss man halt machen. Keiner hat es geliebt, jeder hat immer nur so die Prüfung gemacht, wie er sie gerade für sich hoffentlich bestanden hat. Aber dass Statistik ja wichtig ist in der Wissenschaft, ja, das wird einem noch gar nicht früh genug klar. So, und jetzt haben wir eine ganz neue Disziplin, ein ganz neues Werkzeug, KI, wo ich wirklich gemerkt habe, die Studenten sind da noch nicht abgeholt, weil sie einfach so überfrachtet sind mit dem Studium, wie werde ich eine gute Ärztin, wie werde ich ein guter Arzt, wie kriege ich das Faktenwissen überhaupt bewältigt, wie lerne ich meine Rolle und dann noch da irgendwie KI, das ist noch kein Thema. Mhm. Ja? Das heißt, wir können nicht früh genug anfangen, in dem Bereich tätig zu werden. Und Nicole, du hast eigentlich auch in deinem Bereich richtig so gesagt, wie ich es für mich sagen würde, früh in die Anwendungsfälle gehen. Denn wenn wir sagen, ihr müsst jetzt hier was lernen, so wie wir die Statistik denen immer an die entgegengebracht haben, dann wird das nichts. Ja? Wir müssen ganz früh in die Use Cases gehen. Und weil das Feld so dynamisch ist, ja, das ist ja so, ist ja Wahnsinn, was da passiert. Auch die AI-Models in der generativen, in den Language-Models und so weiter, das wird ja alles so dynamisch, dass wir einmal selber gar nicht nachkommen. Das heißt, wir müssen unheimlich adaptiv sein in unserer Lehre. Genau, also ich kann nur zustimmen, KI ohne Use Cases macht keinen Sinn. Es ist, als ob man Klavier spielen würde ohne Klavier. Und aus diesem Grund finde ich auch, dass KI, Grundlage KI und Prinzipien sollte eigentlich zu jedem Studiengang gehören, schon jetzt, darüber werden wir wahrscheinlich später nochmal sprechen. Mit diesem Einsatz, Use Cases über Use Cases, werden wir sicherlich, und dann gehe ich zu meinem Thema, mehr Frauen in diesen Bereichen auch bekommen, denn Frauen benötigen einen Sinn. Warum mache ich das? Und über Use Cases kann man das sehr, sehr gut abbilden. So, das zusammengefasst. Und ansonsten würde ich mich nur wiederholen. Sicherlich Männer auch, aber die Studien zeigen, dass die Frauen mehr nach diesem Sinn suchen als Männer. Ja, vielleicht darf ich ein Erfahrungsbild hier auf den Tisch legen aus meiner eigenen Begegnung. Erstens, ich hatte gerade eine junge Studentin, 19 Jahre, hat sich bei mir beworben. Und die sagte, ich weiß jetzt schon, dass ich am Ende des Studiums nicht viel schlauer bin dahingehend, was muss ich eigentlich können in meinem Beruf. Das weiß ich jetzt schon und es gibt mir ein richtig ungutes Gefühl. Punkt Nummer zwei, auf etwas aufsetzend, was ihr gerade benannt habt. Es geht ja nicht nur um die multiperspektivische Betrachtung des Themas KI, wodurch wir diese verschiedensten Instanzen und Blickwinkel brauchen, um drauf zu schauen, sondern auch umgekehrt, dass es ja natürlich in jedem Berufsfeld Einzug hält, nicht nur in technologischen. Das ist das, was du ja gerade benannt hast. Und ich habe mehrfach mit jungen Leuten gesprochen, da seid ihr jetzt natürlich, du jetzt auch, ne? Kannst vielleicht auch noch mal was sagen zu dem Punkt, die gesagt haben. Also meine Frage ist, hast du dich mal damit auseinandergesetzt, wie KI den Beruf, auf den du dich gerade ausbilden lässt oder wofür du studierst, beeinflusst? Und die Antwort war fast immer nein oder so gut wie gar nicht. Und da sehe ich ein ganz komisches Szenario am Ende so des Weges dabei herauskommen. Was meint ihr? Also ich glaube in der Tat, dass wir momentan ja so viele verschiedene Einflüsse haben und Megatrends, dass für die Studenten zunächst mal tatsächlich der Inhalt ihres Studiengangs im Vordergrund steht. Also gerade bei uns in der DHBW ist das Studium ja tatsächlich ein Intensivstudium, relativ verschult. Es deckt die gesamte im Bereich der betriebswirtschaftliche Wertschöpfungskette ab. In anderen
Fächern ist es auch so, dass das Curriculum tatsächlich dem Studenten relativ wenig Freiräume lässt, sich extracurricular tatsächlich noch mit anderen Fragestellungen zu beschäftigen. Das heißt, man muss die Teaser tatsächlich im Studium setzen. Und du hattest jetzt gerade gesagt, naja, machst du dir Gedanken darüber, wie KI oder aber auch wie Nachhaltigkeit oder der Klimawandel oder der demografische Wandel dein Berufsbild später verändert? Das tun die meisten, glaube ich, nicht, aber sie lernen zumindest bei uns an der DHBW durch diese intensive Verzahnung von Theorie und Praxis, was sie mit dem gelernten Wissen später in ihrem Beruf an Expertise haben werden, um bestimmte Karrierepfade, Berufsbilder auch auszufüllen. Und die Sensibilisierung dafür, wie bestimmte Themenfelder Berufe verändern, ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch wir als Hochschule erbringen müssen, indem wir im Dialog mit den Unternehmen, mit den Institutionen frühzeitig erkennen, was braucht ihr denn später an Kompetenzen? Ja, dieses ganze Thema Future Skills. Wir haben ja, du hast gerade gesagt, naja, wie verändert sich denn die Welt des Wissens während des Studiums? Man kann eigentlich bei der Erstsemesterbegrüßung schon immer sagen, relativ zum Wissen der Welt werdet ihr, egal was ihr in den 3 Jahren des Studiums lernt, trotzdem relativ dümmer sein zum Wissen der Welt. Ja? Weil die Halbwertszeit des Wissens liegt mittlerweile bei 3 Jahren, je nach Branche ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn die 3 Jahre lang ganz intensiv lernen, hat die Welt danach mehr an Wissen generiert, als sie sich aneignen konnten. Von daher ist eigentlich heute von den Hochschulen eine große Herausforderung, den jungen Menschen zu vermitteln, was an Wissen relevant ist, wo man relevante Quellen bekommt und was in ihren jeweiligen Positionen und Aufgaben nach dem Studium von ihnen gefordert ist. Also sich möglichst auch flexibel darauf vorzubereiten. Ich würde da aber gerne noch ein bisschen stärker den Bogen zum Thema KI spannen, denn wir haben tatsächlich die Situation, dass KI alle Branchen verändert. Ja, es gibt kaum eine Branche, die sich der KI versperren kann. Also selbst wenn man über Kosmetikbranchen spricht, ja, also auch da ist es so, dass heute ganz viele Posts, Werbebotschaften mit KI geschrieben werden. Und die sind viel besser, ohne jetzt den Werbeagenturen da ihre Kompetenz abschreiten zu wollen. Die sind besser formuliert als das, was das menschliche Gehirn an Sprache hervorbringt. Und ich glaube, genau das ist es, worauf wir die jungen Menschen darauf vorbereiten müssen. Und ich hab übrigens was mitgebracht. Und das ist wichtig, weil wir es für die KI brauchen. Ich habe hier 2 Kartoffeln. Das Alter der Kartoffeln ist in dem Fall irrelevant. Aber es ist relevant, die Größe. Und es steht auf jeder der beiden Kartoffeln eine Zahl. Hier steht 1.357.000. Das war die Zahl der Geburten im bislang geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland 1964. Das ist eine deutlich kleinere Kartoffel, auf der steht 773.000. Das war die Zahl der Geburten, die wir im Jahr 2020 hatten. Das heißt, wir werden weniger. Und damit ist eine ganz wichtige Botschaft verbunden. Wir brauchen die KI, um hochqualifizierte Berufe, in denen wir nicht mehr ausreichend menschliche Ressourcen haben, mit KI so intelligent zu machen, dass die KI tatsächlich Arbeitsplätze ersetzen kann, ohne dass es uns Angst macht, sondern im Gegenteil, es ist quasi ein Versprechen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Nicole, ich habe jetzt keine Blutproben mitgebracht, das hätte ich ja auch noch machen können direkt. Ja. Ich möchte noch mal dieses Stichwort Brückenbauen aufgreifen. Zum einen der Brückenbau zwischen euch beiden jetzt, also dass man die Vorbereitung aufs Berufsleben und das, was bei euch benötigt wird, stärker miteinander verzahnt. Deswegen noch mal die Frage, wie kann da ein Brückenbau von Hochschule zu Institution und zum Arbeitsplatz erfolgen? Und Brückenbau vor allen Dingen, und da hast du uns gerade eine super Vorlage geliefert, zum Thema jeden mitnehmen auf dieser Reise, das Thema Inklusion und wirklich da granularer auch heranzugehen. Und da würde mich nochmal sehr deine Perspektive auch interessieren. Aber vielleicht, okay, ja. Ich würde mal den Gedanken aufgreifen. Das sind ja viele Gedanken, die da jetzt geäußert wurden, oder soll ich? Bitte schön. Ja. Das Thema Änderung des Berufsbildes in der Zukunft, das halte ich für den entscheidenden Punkt. Und gerade bei uns in der Medizin, wo das Wissen so dramatisch mehr wird, ja,
muss man sich immer wieder im Klaren sein, wir müssen gar nicht nur Wissen vermitteln. Ja, weil wenn ich von den Studierenden höre, ja, ich lerne das einmal für die Prüfung, danach habe ich es eh wieder vergessen. Was ist denn das für ein Ansatz? Also weniger Faktenwissen, sondern Kompetenzvermittlung. Mhm. Und wenn wir die Studierenden auf die neue Welt vorbereiten, dann will ja keiner von denen hören, es wird dann alles schwieriger, dann kommt noch KI und das macht es dann. Die sollen ja keine Angst haben, sondern, das ist ja die große Hoffnung, die ich auch als Mediziner habe, wir haben unheimlich viel bürokratischen Aufwand in der Medizin. Das ist fürchterlich. Und die Studierenden, die ganz begeistert in der Medizin erstmal zu Hause sind und dann vielleicht ihre Doktorarbeit machen, Wissenschaft machen, kommen dann in die Routine und merken, welche Bürokratie sie da vor sich haben. Und das nervt total. Und dann kommt der Punkt, dass wir unheimlich viel Zeit da verlieren. Und wenn wir da produktiv werden, ja, und den Studierenden ganz früh klar machen, hier, du brauchst in Zukunft einfach nur dein Gerät dahinstellen, machst eine Anamnese und das generative Modell schreibt dir den fertigen Bericht strukturiert in deinem Krankenhausinformationssystem. Ja, wenn man sich mal vorstellt, was wir vorher für Schritte hatten, man hat es irgendwo dann aufgeschrieben, dann hat man es diktiert, die Sekretärin hat es dann abgeschrieben, dann hat man es nochmal korrigiert. Mhm. Das sind ja Produktivitätsverbesserungen, wenn man die einem Studierenden verkauft, der wird sagen, boah, in der Welt möchte ich dabei sein. Ja? Mhm. Und ich glaube, wir müssen denen ganz früh deutlich machen, die Produktivität wird gut und durch die verbesserte Produktivität kann die Kreativität auch noch steigen. Mhm. Und was mir immer ganz wichtig ist in der Medizin, wir wollen ja eine menschliche Medizin machen. Ja? Ich habe heute Morgen Chefvisit auf einer Station gehabt, da habe ich auch zu einer Assistentin gesagt, ich muss da heute Mittag nochmal was machen. KI-Talente von morgen, dann guckt die mich auch erstmal so an in der Medizin. Und dann sagt sie, wollen wir Nerds haben, hat sie gesagt. Ja. Dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat sie gesagt, aber eigentlich findet sie es gut, Spitzenmedizin mit Herz, so wie wir es immer sagen, und Technik. Mhm. Ja, das fand ich ein ganz tolles Zitat. Ja, wir können eine gute, bessere Medizin machen durch mehr Produktivität und die gibt uns Freiraum und entlastet uns, wenn wir kein Personal haben. Mhm. So, zusammenfassend. Genau, also ich gehe nur zurück zum Thema lebenslange Lernen. Du hast ja das Thema angesprochen und du hast gesagt, nach dem Studium weiß man gar nichts. Das stimmt. Was man weiß, ist, wo man die Informationen suchen kann. Mhm. Deswegen ist das Thema lebenslange Lernen sehr, sehr wichtig und es müssen genügend Angebote geben, damit wir uns weiterentwickeln. Ich bin auch ein gutes Beispiel. Ich habe Unternehmenskommunikation im Master und Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft so sehr ideal. Ich bin immer noch eine Idealistin, deswegen kann und Ethik. Aber ich finde, dass man sich stets weiterentwickeln kann. Ich habe mich im Bereich KI weiterentwickelt und digitale Transformation und ich möchte, so, das ist so ein bisschen ein Appell, Unternehmen fokussieren sich sehr viel auf Studiengänge, was habe ich vor 20 Jahren oder 15 Jahren studiert und schauen nicht, was man bis dahin gemacht hat. Das sollte man auf alle Fälle abschaffen. Diese Schubladengedanken sollte vor allem in Bezug auf KI verschwinden. Es gab ja vor 20 Jahren, es gab KI, aber in einer anderen Form. Aus diesem Grund sollte man schon mehr Wert auf Erfahrung und Weiterbildung legen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, es ging um Gruppen. Du hast ja über Gruppen und Inklusion gesprochen. Mhm. Fakt ist, im Augenblick haben wir sehr wenige Frauen aus dem MINT-Bereich, also es gibt mehrere Frauen in deinem Bereich, kommen immer mehr, aber halt im MINT-IT sind immer noch sehr wenige. Die Statistik zeigt, dass wir über 19% sprechen aus Studiengängen von 22. Mhm. Das heißt, aber KI braucht andere Kompetenzen, nicht nur IT. Und das ist mein zweiter Appell. Es gibt sehr viel Potenzial, Männer und Frauen. Ich habe die Gruppe Frauen, weil die Frauen sehr, sehr unterrepräsentiert sind und das führt auch zu Diskriminierung. Und mein Appell, guckt euch auch in den anderen Bereichen. Sozialwissenschaften, du hast Statistik erwähnt, die sind Kompetenzen, die einfach sind die grundlegenden Kompetenzen, die KI braucht. Nicht nur Programmierkenntnisse.
Deswegen sollte man sämtliche Studiengänge mit einbeziehen. Die können die Frauen und auch Männer, aber die Frauen, das ist so mein Message heute, können einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Und dieses Potenzial bleibt bis heute oder ist bis heute unentdeckt geblieben. Mhm. Absolut nachvollziehbar. Hast du vielleicht eine Idee für uns, wie so eine Strategie für Hochschulen aussehen könnte, um diese KI-Talente zu identifizieren, zu onboarden und auch, wie man so ein diverses Lern- und Forschungsumfeld auch kreieren kann? Nummer eins, ich glaube, die Hochschulen und auch Forschungseinrichtungen gehört auch Fraunhofer IAU dazu, wo ich tätig bin, hat die Aufgaben, diese Personen auch weiterzuentwickeln und sich nicht nur auf MINT-Fächer zu konzentrieren. Das wäre so den ersten Vorschlag. Und die Strategien, um KI-Talente zu akquirieren, die sind die gleiche, die auch Unternehmen einsetzen müssen. Mhm. Das heißt, wenn man mehr Frauen zum Beispiel haben möchte oder KI-Talente aus anderen Bereichen, dann muss man bestimmte Maßnahmen, also Weiterentwicklungsmaßnahmen umsetzen, aber auch zum Beispiel AI-Communities sind sehr, sehr hilfreich, um Frauen an sich zu binden. Mhm. Ich bin selber Chapter Lead von Women in Aerobotics in Heilbronn und ich merke, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die Interesse an KI-Themen haben. Das haben wir auch in unserer Studie erfasst und am 10.7., wie du schon erwähnt hast, werden wir die Studie auch veröffentlichen. Dazu kommt aber, sind zwei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Nummer eins, Top-Down-Strategie. Das heißt, wenn von ganz oben nicht kommt, das ist uns wichtig. Wir müssen KI holen, wir brauchen Frauen, damit wir KI, vertrauenswürdige KI entwickeln können, dann wird nichts funktionieren, dann ist es alles umsonst. Und Nummer zwei ist die Kommunikation. Wenn ich Weiterentwicklungsangebote habe und Maßnahmen einsetze, dann müssen die Frauen und die Männer, die Interesse daran haben, sich weiterzuentwickeln, davon wissen. Mhm. So, das sind die wichtigsten Punkte und alles andere kann man in Kooperation mit Forschungsinstituten oder Universitäten auch und Hochschulen abbilden. Ich möchte die Gunst der Stunde nutzen, dass wir hier drei Vertreter aus dem Ökosystem hier in Heilbronn direkt vor Ort auf der Bühne haben. Und das ist ja toll. Ich habe schon ein bisschen so in der Einleitung, in der Anmoderation erzählt, ne? Der gehört zu dem und die zu dem und so weiter. Im Sinne von Rollout. Leuchttürme, Inspiration, Buzzwords. Aber was können wir uns abgucken, was hier so hervorragend in Heilbronn, am Bildungscampus, im ganzen Ökosystem KI hier in Heilbronn passiert? Also gibt es bestimmte Strategien, gibt es bestimmte Treffpunkte, Marker, Herangehensweisen, die wir mitnehmen können für andere Städte? Ja, also ich mache es mal kurz. Ich bin Mediziner im akademischen Lehrkrankenhaus, das heißt primär die Versorgung steht im Vordergrund. Wir haben aber auch eine Hochschule, die sich traditionell mit Medizininformatik beschäftigt. Das heißt, datengetriebene Medizin war immer so meine Idee. Warum nicht verbünden, zusammentun? Das haben wir hier gemacht, Projekte gemeinsam auf die Beine gestellt, in verschiedenen Welten kommuniziert. Und das Besondere war dann hier in diesem Ökosystem, dass dann die Möglichkeit bestand, aus Projektideen ein Institut zu machen. Ja? Und wir haben eine Agilität dabei entwickelt, die, glaube ich, beispielhaft ist, die ich glaube, ich sage das jetzt mal so, in einem universitären Setting nicht hinbekommen hätte. Es ist ein außeruniversitäres Setting, das mir hier ein neues Institut gemacht hat, mit Hilfe der Schwarz-Stiftung hier auch vor Ort. Und für mich ist das Entscheidende die Agilität, die ich so noch nie gesehen habe. Und ich glaube, das ist was Besonderes, was wir hier in Heilbronn alle spüren und was das Ökosystem so attraktiv macht. Ich glaube, wir haben natürlich ganz besondere Rahmenbedingungen. Das muss man einfach auch so betonen. Wir haben mit der Dieter-Schwarz-Stiftung eine Institution, die die Ansiedlung von Hochschulen und Forschungsinstituten massiv gefördert hat über die letzten Jahre. Wir haben in Heilbronn die Hochschule Heilbronn als quasi
alten Platzhirsch, die es seit den 60er Jahren gibt. Wir sind dann als duale Hochschule 2010 dazugekommen und dann ging es einfach Schlag auf Schlag. Ja, durch diese Förderung, die Ansiedlung der TUM, dann das Steinbeiß-Institut, Fraunhofer, die Campus Founders, die 42 als Programmierschule, mittlerweile die ETH Zürich, die ab nächstem Jahr hier auch mit auf dem Campus sein wird. Und das ist eine solche Ballung von unterschiedlichen Bildungs- und Forschungsinstitutionen, dass wir ganz viele auch interdisziplinär unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen können, die aber immer wieder gemeinsame Interessenspunkte haben. Und einer, und eigentlich, nein, nicht einer, sondern der größte gemeinsame Interessenspunkt ist momentan das Thema KI. Weil Heilbronn die Zielsetzung hat, nicht nur das baden-württembergische oder deutsche, nein, das europäische Epizentrum der künstlichen Intelligenz zu werden. Sie wissen wahrscheinlich alle, auf 33 Fußballfeldern entsteht in einem Areal Steinecker in der Nähe der Autobahn das IPAI, der Innovation Park Artificial Intelligence. Und da wollen wir wissenschaftliche Institutionen, aber auch die Unternehmen alle einen Beitrag leisten, aber auch alle langfristig davon profitieren. Und das ist natürlich etwas, was uns gemeinsam eine Vision gibt, eine Zukunftsvision. Und das mobilisiert ganz viele Kräfte und die kommen momentan zusammen und dieses Ökosystem ist schon etwas für eine Stadt dieser Größenordnung absolut Einzigartiges. Ja, Anna-Maria, wie erlebst du das hier vor Ort? Wir haben schon so einige Perspektiven gehört, du hast nochmal einen speziellen Blickwinkel drauf. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt und begeistert, als wir mit, auch mit diesem Chapter Women in Air and Robotics Heilbronn begonnen haben. Habe ich sehr, sehr viel Unterstützung bekommen, auch von anderen Organisationen, Frauenorganisationen oder andere Organisationen. Ich habe immer über mich gedacht, dass ich eigentlich nicht netzwerken kann. Ja. Und das war sehr, sehr einfach. Die Leute sind einfach sehr, sehr offen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Und tatsächlich ist es so, IPAI bietet wirklich diese Plattform, diese Möglichkeit, sich vor Ort zu treffen, nicht nur virtuell. Und das ist für uns schon was Besonderes, wirklich. Dafür muss ich sagen, das ist, ich habe nirgendwo so ein tolles Ökosystem gesehen. Ja. Darf ich vielleicht folgendes Bild, was so bei mir entsteht, derweil ich euch zuhören darf, benutzen und dafür deine Kartoffeln mal instrumentalisieren? Also ich stelle mir jetzt vor, das ist ja manchmal in Städten so, du hast einen Player, du hast einen zweiten Player, du hast einen dritten Player und die sind jetzt hier so großzügig über das Spielfeld, nennen wir es mal zum Beispiel Heilbronn oder irgendeine andere Stadt, verteilt. Und dadurch, dass ihr halt diese Dichte, dieses einfache, niederschwellige, die Informationen, die Türöffnungsmöglichkeiten, der Access so sehr einfach hin und her schwappt und zwar nicht nur von 1 zu 2, sondern weil die ja alle wurzelmäßig miteinander vernetzt sind, alles miteinander ständig lebt und atmet und wabert und ihr deswegen quasi nochmal einen Geschwindigkeits Turbo-Effekt in der ganzen Entwicklung reinkriegt. Ist das das Bild richtig, was bei mir entstanden ist? Ich bin beeindruckt, das hast du jetzt wunderbar rübergebracht. Und das mit deinen Kartoffeln. Dankeschön. Nicole, herzlichen Dank, Anna-Marie und Uwe. Das ist euer Applaus.